Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus Minas-Robot und heute mache ich mal was, was ein bisschen rosa ist, kleines, original verpackt ist und süß. Was seht ihr nach dem Intro? So, ich habe hier von Lely Brothers das Fairy House oder das Tree House oder das Baumhaus 6 in 1 mit der Nummer 8732-3 mit 152 Teilen. So sieht's aus. So von hinten. Original verpackt. Und ja, wenn ich hier oben abmache, einen Zipbeutel. Deswegen versuche ich jetzt hier oben vorsichtig abzumachen. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. So. Sekündchen. So, keiner hat das verpasst. Guck da nochmal rein. Okay. Eine Tüte. Eine Anleitung. Noch eine Tüte. Leer. Wir haben zwei Tüten, eine Anleitung und eine Tapete, ein Stickerbogen. Naja, mehr auch nicht anbringen. Da steht dieselbe Nummer drauf. Jo. Legen wir da rüber. Raffelzähnchen, du passt mal kurz auf die Tüte auf. Telefon hat kurz geblinkt, was steht da? Machen wir kurz gucken. Okay, alles klar. Haben wir das auch? So. Hier sind ja verschiedene Teile drin. Hier auch. Hier ist sogar eine Klemmbausteinfigur drin. Okay. Und dann machen wir uns mit die Anleitung auf. Aha, jetzt steht hier Kombo. So, mal guck dir erstmal. Erste Seite. Zweite Seite. So, jetzt gucke ich kurz. Kombo. So, da oben fängt an. 1, 2, 3, 4, 5, bla bla. Hier unten kommen die Aufkleber drauf. Halleluja. Das sind hier 17 Bauschritte. Und was haben wir hier hinten? Aha. Okay. Also entweder kann ich hier das große scheinbar bauen oder die kleinen sechs verschiedenen. So, wir werden es sehen. Wir schauen uns die Sache an. Wir machen die Teile mal auf. Tüte 1 ist leer. Ist auch einiges an Leim und ich sehe da was.
Raffelzähnchen, sollst du aufpassen. Was habe ich gesagt? 152 Teile. Und ein wertvoller Teiletrenner. In so einem Set. Respekt. Gut. Bisschen Leim, bisschen Braun. Ach, und die Figürchen, wenn sie schon dabei sind. Oh, stramm. Auch stramm. Boah, die ist sehr stramm. Moin, hab ich mir gedacht. Hier. Du bist besser. Okay. Ah, da ist noch eine Hand. Aha. So. Die Hand hat auch so einen seltsamen Klingel da dran. Mal gucken. So, und ein Hütchen kriegt sie auch auf. So. Oberkörperprint, Beinprint, kein Wendegesicht, schicke Haare. Kann man nichts sagen, ne? Ich bin mir noch ein separates Video und wo ist dort? So. Und nun schauen wir mal hier. Schöne Teile eigentlich bis jetzt. Dann wollen wir mal gucken, ob wir mal ein Teehaus da hinkriegen, ne? Mein Baumhaus. Nein, nein. Da gehörst du hin. Ja. Sind das schon ganz schicke Teile? So, der Bauplan an sich kann ich auch ganz gut zu verstehen, hoffe ich mal. Hier sieht man dann auch gut. Ja. Ja, da so lila hin. Lila. Ein Blümchen, noch ein Blümchen und da so ein grünes Blümchen drauf. Na gut. So, das ist Bauschritt 2. Du.
Sag mal, bin ich denn so schlau? Das haben wir nicht. So ist besser. Die Blümchen stört mein Weg beim Klemmen. Hier auch. So, und wenn die einmal drauf sind, sind sie drauf. Also. So. Ah, ich jetzt. So. Ach nee, warte mal, das war schon 4. Na, 5. So, jetzt brauche ich davon 2. Drauf. Ich habe so schön von oben nach unten gemacht, aber das muss ich jetzt natürlich auch links und rechts machen. So, 4 brauche ich. Die beiden brauche ich. So. So. Das ist jetzt Bauschritt 4. Und ich sehe schon, dass ich hier gleich Speedbill ein bisschen reinmachen muss, weil der liebe Markus baut wohl eindeutig mal wieder zu langsam. Aber ich musste mich erstmal ein bisschen orientieren. Ja, manche Steine sind ein bisschen durchleuchtend. Richtig. Aber dennoch gut. So. Ja, hohe Kräfte sinnlos walten. Also, dass das jetzt zerbrochen ist, das war ich. Hab da falsch gedrückt. Der Grobmotoriker war unterwegs. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich.
Er soll davor. Auch Schritt 6. Sieben. Schön. Jetzt brauche ich den, den und den. Aha. Ein Schildchen. Nein, so, Nummer 8. Also die Lieder einmal eins mal drei, einmal eins Round sind interessant. So. Na. Die sind so interessant, dass sie mir wegrennen wollen. So. Bauschritt 8. Schon mal ganz nett. So, jetzt kommt Nummer 9. Dafür brauche ich die beiden. Den. Die beiden, die beiden, die beiden und gar nicht mal so wenig. Mal schauen. Ah. Lass mal kurz aber Prinzip verstehen. Wer lesen kann, ist klar, Vater. Also bei manchen Teilen braucht man ein wenig Kraft. Das ist doch. Und muss ich mal kurz gucken, ob ich einen Denkfehler habe. Aber wenn ich den jetzt hier anbringe. Setzt den mal drauf, na doch, das hält. Ja, die Seite ging schon mal wesentlich leichter. Vielleicht nur der eine. Der eine, wenn sie nicht genannt. Ne? So.
Also für manche Sachen braucht man wohl schon ein wenig Kraft. Also hier die beiden verbinden. Ah. Oder hier im Schmalz, ne? Und ein bisschen dreht, damit das. Oder auch nicht. Ja, ist es denn? Boah. So, war aber jetzt eine schwere Geburt, gebe ich zu. Das war jetzt eine sehr, sehr schwere Geburt. Aber ich gebe ja nicht auf, ne? So, zwei, vier davon. Die Zeit rinnt. Aber Gott sei Dank ist das ist für mich immer noch ein Hobby. Wenn es euch zu lange dauert, tut es mir leid. Aber ihr könnt jetzt noch vorspulen. So, zwei. Eins. Die Oberflächen der Teile sind gut. Die Klemmkraft ist hin und wieder etwas stärker. Aber das ist schon recht interessant gemacht. So. Und seht ja selbst jetzt. Wenn der Mann mit den groben Fingern da dran ist, es hält. Muss den meisten immer fürs Video später oder fürs Foto nochmal nachbiegen oder was weiß ich nicht, was alles, also teilweise meist.
So. Jetzt kommen Blümchen. Da soll eins dran. Was für so ein kleines Set. Da bist du. Der ist nicht hier dran, das war das. Nein, das ist falsch. Uiui, Markus, Markus, Markus. Erhöht mich. Da lacht mich der Klingel aus. Und deswegen seht ihr es jetzt auch geschnitten. Dauert ein bisschen länger. Aber dafür ist es nicht. So. Also bei diesem Set bin ich peinlich berührt. Also von dem, was ich hier mache. Leider. Das wird das Dach.
So. Ah ja, gut. So. Andersrum sind wir ja, ne? Naja. So. Tja, aber es ist geschafft. Ich habe Feuer gemacht. Na, was anderes, ne? Das ist etwas anderes. Okay. Bisher habe ich diese vier Teile über. Für die Teile-Fans, hier steht eine 68 drin. Im 1x2er und hier steht drin 16, denn 2x4er. Jo, lege ich zur Seite. Dann habe ich hier ein Baumhaus, hier eine Strickleiter. Das sollte gerade sein. So. Ja. Hat auch eine gewisse Tiefe. Ja. Hier ist eine Minifigur bei. Das passt vom Maßstab her nicht so ganz, würde ich sagen. Ja, also. Die passt also vom Maßstab nicht dazu. Aber ansonsten ist das eigentlich relativ schick. Messe das gute Stück mal aus. Wir haben eine Breite von 11 cm. Eine Tiefe so von ungefähr 5,5. Eine Höhe von 10. Mit dabei ist ein Teiletrimmer, eine Minifigur und dieses gute Stück. Und das war jetzt die Bauleiter 1. Und wenn ich jetzt umdrehe, kann ich mir hier halt verschiedene kleine Sachen bauen. Ob ich diese Sachen jetzt gleichzeitig bauen könnte 1, 2, 3 große, ja. Ich glaube, ich könnte die 6 hier auch gemütlich einzeln bauen. Das heißt, da hätte ich 6 in 1 und hier ist das eine große. Ja. Für einen schmalen Taler, was das gekostet hat, bin ich damit echt zufrieden. Gefällt mir. Verspricht jetzt nicht zu wenig, verspricht das, was es soll.
Und ja, ich würde sagen, das ist okay. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich finde es ganz gut. Ein paar Teile waren ein bisschen schwierig zu klemmen, aber es funktionierte. Was draus werden sollte, ist gut zu erkennen. Ja. Ich finde auch von den Details sehr schön. Ja. Dann bestelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo ihr mal seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.